Alles klar. Also für die Stunde heute brauchen wir alles, was das Leben ein bisschen angenehmer und gemütlicher macht. Also zum Beispiel ein nettes Paar kuschelige Socken, eine kuschelige Jacke, eine Decke, gerne auch einen kuscheligen Hund, wer einen zur Hand hat. Wir werden gleich ein bisschen was auf allen Vieren machen, eine Übung im Sitzen und uns dann rasant quasi der Rückenlage annähern und dann noch ein paar Positionen machen. Also quasi ganz im Zeichen des Energiesparmodus heute. Das heißt, du legst dir gerne einen Yoga-Block bereit oder eine Decke, die du aufrollen, die du falten kannst. Gerne auch ein Kissen. Und ich habe mir hier so einen großen Yoga-Bolster bereitgelegt. Ich werde zwei Variationen für die letzte Übung anbieten, nämlich einmal die gestützte Schulterbrücke und einmal so eine Rückbeuge, eine sanfte mit dem Bolster. Wenn du so ein enormes Gerät nicht zu Hause hast, dann kannst du auch gerne ausweichen auf so ein, vielleicht hast du so ein Sofa-Element, so ein großes Kissen oder du nutzt zum Beispiel eine Bettdecke, die du kompakt längs faltest und die ein bisschen unterpolsterst mit Yoga-Blöcken, mit dem Kissen oder so. Also es wird dann relativ schnell klar, glaube ich, was wir damit anstellen wollen zum Schluss. Aber leg dir quasi schon mal alles bereit, was nett und kuschelig ist. Und wir starten auch direkt auf allen Vieren mit etwas Bewegung. Deswegen ziehe ich gerade noch mal meine Jacke aus. Und findest in den Vierfüßlerstand. Fächerst dir deine Finger ein bisschen auseinander, schaust, dass du einen guten Halt hast, sowohl mit deinen Händen als auch mit deinen Knien, mit deinen Füßen. Und du nimmst dir zwei, drei Atemzüge durch deine Nase ein und aus. Mit jedem Atemzug ein kleines bisschen voller einatmen. Und ruhig und gleichmäßig ausatmen. Noch ein Atemzug, der Hund schnarcht gerade schon mit, schnauft mit in der Ecke. Und dann lässt du deinen Atem weiter fließen. Aber beginnst du so ein bisschen Bewegung reinzubringen. Wie ein Baum, durch den so eine Brise durchfährt, lagerst du dein Gewicht ein bisschen von Hand zu Hand, auch dein Rücken, dein Becken, die dürfen mitgehen. Beug deine Arme gerne sachte an. Du kannst auch etwas weiter zurückgehen mit deinem Gewicht, hier von Seite zu Seite dich wiegen oder weiter nach vorne. Fang gerne an, mehr Bewegung reinzubringen. Ich mache dir Vorschläge, aber du schaust, was du damit anstellst. Du kannst auch gerne deine Arme anbeugen und wieder strecken, entweder abwechselnd oder zur gleichen Zeit. Dabei deine Schulterblätter mit durchbewegen. Den Rücken ein bisschen runden, wie so ein Katzenbuckel. Und dich von Seite zu Seite schlängeln mit dem Becken und mit dem Brustkorb. Doch den Kopf, den musst du nicht fest und fix halten und darfst immer runtersinken lassen. Mal über eine Schulter zurückschauen und über die andere in Richtung Decke blicken. Und deine Hände kannst du an Ort und Stelle lassen, aber auch gerne mal ein Stückchen nach vorne wandern mit einer Hand oder mit beiden. Auf einen Unterarm herabkommen. Auch ein Stückchen zur Seite rüber wandern und dich dort langstrecken. Das heißt, du siehst, es gibt 10.000 Möglichkeiten in dieser Bewegungsablauf. Der darf jedes Mal ein bisschen anders ausschauen, sich anders anfühlen. Und dann lässt du die Bewegung langsam kleiner werden. Wenn du das Gefühl hast, du magst noch einmal deine Beine ausstrecken, dann wechselst du für einen Moment in den hinabschauenden Hund. Streckst deine Beine hier ein bisschen durch, beugst auch hier gerne die Beine, die Arme abwechseln oder zur gleichen Zeit ein bisschen an, streckst sie wieder. Und dann finden deine Knie wieder auf die Matte zurück, wenn du im Hund gelandet bist. Du klappst deine Füße zu einer Seite rüber, dass du dich auf den Po setzen kannst und schwingst von hier aus deine Beine mit nach vorne. Bleibst dir aufgerichtet sitzen. Wenn du möchtest, kannst du dir zwei Blöcke bereitlegen hinter den Rücken, um da gleich die Hände drauf abzustützen. Es funktioniert aber auch wunderbar ohne Block.
Und zwar üben wir das Nadelöhr hier im Sitzen, eine Übung für die Mobilisierung des Hüftgelenks. Und du streckst deine Beine ein kleines bisschen weiter. Sie bleiben sachte angebeugt, aber weiter gestreckt als eben gerade. Und du bringst deinen rechten Knöchel auf deinen linken Oberschenkel knapp überhalb deines Knies. Dann stützt du deine Hände ein Stückchen hinter dir auf, schaust, ob du die Finger ausdrehen magst oder weiter nach hinten zeigen lassen möchtest. Und dann holst du deinen linken Hacken etwas mehr zu dir heran. Und du kannst jetzt die Dehnung ganz gut dadurch justieren, wie sehr du dich aufrichtest und dein Becken nach vorne kippst. Je mehr du Oberkörper und Oberschenkel voneinander entfernst, desto mehr Intensität nimmst du wieder raus. Du kannst auch schauen, ob du links auf dem Hacken bleibst oder den ganzen Fuß ablegen möchtest. Und wenn du das Gefühl hast, du hast dich hier ganz gut eingegroovt, du sitzt eher auf den Sitzbeinhöckern als auf der Spitze deines Steißbeins, schiebst du dein rechtes Knie sanft vom Körper weg, aus eigener Kraft heraus. Du kannst eher entweder ganz still sitzen bleiben, ein paar Atemzüge nehmen oder du fängst an, das linke Bein sachte von rechts nach links zu bewegen und dadurch etwas Bewegung einzuladen in ein rechtes Hüftgelenk. Und wenn du dann merkst, oh, das ist ein bisschen too much, dann etwas weiter weg mit dem linken Fuß. Und falls du dann unterwegs bei dieser Seit-zu-Seit-Bewegung einen Spot entdeckst, wo du lieber bleiben möchtest für einen Moment, dann hältst du die Dehnung so. Ein, zwei Atemzüge hier. Dann kommst du wieder in die Mitte, streckst dein linkes Bein weiter, entwirrst dein rechtes Bein, richtest dich einmal auf, lockerst deine Beine ein bisschen auf, auskreist mit den Handgelenken, gerne auch mit verschränkten Fingern. Wickst die Finger ein bisschen durch und dann bereiten wir uns vor für die zweite Seite. Das heißt, wieder die Hände aufstützen, rechtes Bein ein bisschen beugen, linken Knöchel ablegen und dann sortierst du dich ein, findest einen passenden Abstand auf dieser Seite. Muss nicht genauso aussehen wie auf der anderen Seite. Und wenn du das Gefühl hast, es ist ein bisschen too much für deine Hände, kannst du dasselbe auch in der Rückenlage machen. Und dann den Fuß, den rechten, entweder an eine Wand bringen oder an eine Sofakante oder ihn auf zwei Blöcken ablegen und auch hier ein bisschen Bewegung reinbringen von rechts nach links. Und nimm die Zeit für diese Bewegung, dass du jeden kleinen Moment spüren kannst entlang des Weges von rechts nach links. Und dann suchst du dir irgendwo einen Spot aus. Kann in der Mitte sein, ein bisschen weiter links oder weiter rechts. Und nimmst noch zwei, drei Atemzüge hier. Letzter Atemzug. Dann findest du wieder in die Mitte. Wenn du schon im Liegen angekommen bist, dann stellst du einfach beide Füße vor dem Po auf und schiebst deine Blöcke zur Seite. Wenn du noch sitzt, richtest du dich auf, streckst deine Beine einmal lang aus. Und egal wo du bist, bewegst du deine Handgelenke ein kleines bisschen durch. Genauso wie deine Finger. Und wenn du dann gerade noch sitzt, findest du deinen Weg in die Rückenlage mit allem Kuscheligen in Griffweite neben dir. Ich drehe mich bloß einmal um, damit ich meine Notizen neben mir habe. Optimal ist es auch, wenn du gleich Platz hast nach rechts und links, um deine Arme auszustrecken für eine der nächsten Bewegungen. Wenn du es gemütlich haben möchtest, schnappst du dir ein Kissen, um den Hinterkopf ein bisschen zu unterpolstern. Und hier in der Rückenlage sind deine Füße vor dem Po aufgestellt. Du legst deine Hände auf den Bauch ab, relativ weit unten, nimmst dir ein paar Atemzüge zunächst weit nach unten in den Bauch hinein. Wenn du magst, kannst du deine Augen dafür schließen. Das heißt, deine Hände geben hier Feedback, die Bauchdecke hebt sich sachte an mit der Einatmung. Auch die unteren Rippenbögen heben sich leicht an nach außen und nach vorne, nach hinten, sie expandieren.
Und mit der Ausatmung, wenn die Luft langsam rausfließt, senkt sich die Bauchdecke herab und der Brustkorb zieht sich wieder zusammen. Noch ein, zwei Atemzüge hier. Und dann schnappst du dir das eine Knie, legst die Hand locker oben auf, das andere lässt deine Füße einfach runterbaumeln und separierst die Beine ein Stückchen voneinander, dass du gleich etwas mehr Raum hast für die Bewegung. Mit deiner nächsten Einatmung schiebst du die Knie so weit vom Körper weg, bis deine Arme ganz lang gestreckt sind. Den Hinterkopf lässt du liegen. Und ausatmen, hol sie dichter zu dir heran, beug deine Arme. Einatmen, lange Arme, schieb die Knie von dir weg. Ausatmen, mach dich kleiner, hol sie zu dir heran. Der untere Rücken darf sich hier gerne runden. Machen wir noch dreimal. Einatmen, Knie wegschieben. Und ausatmen, Oberschenkel dichter zu dir heran. Einatmen, lange Arme. Und ausatmen, mach dich kleiner. Ein letztes Mal einatmen, wegschieben. Und ausatmen, werde zum kleinen Päckchen. Dann schiebst du einatmen die Knie wieder weg. Ausatmen, stell einen Fuß auf den Boden auf, dann den zweiten daneben ungefähr hüftbreit auseinander. Verschränk deine Finger vor dem Körper miteinander, sodass deine Handfläche in Richtung Gesicht zeigt. Die nächste Armbewegung, die machen wir sonst normalerweise in aufgerichteten Positionen. Man kann sie aber an sich genauso gut in der Rückenlage machen. Du kannst einmal testen, ob du genug Platz hast nach oben und zur Seite, um deine Arme auszustrecken. Das brauchen wir nämlich gleich. Du hebst mit deiner Einatmung deine verschränkten Finger die Handfläche ungefähr auf Brusthöhe, deine Ellenbogen lässt du ganz locker neben dem Körper. Und dann drehst du die Hände um, dass die Handfläche nach oben weiter in Richtung Decke zeigt und schiebst jetzt die Hände weit nach oben, bis deine Arme lang gestreckt sind und du merkst, der obere Rücken, der rundet sich sachte und die Schulterblätter gehen ein bisschen auseinander. Und deine Finger lässt du so verschränken und führst jetzt deine Arme so weit über den Kopf, also Richtung Fußboden hinter dir, wie deine unteren Rippenbögen, deine Brustwirbelsäule unten, auf dem Boden bleiben kann. Das heißt, die sollte sich nicht mit hochwölben. Und hier löst du dann die Finger voneinander, streckst deine Arme auf Schulterhöhe zur Seite aus, beugst die Arme an, bringst die Finger wieder vor dem Körper zueinander und wir wiederholen das Ganze. Einatmen etwa auf Brusthöhe, ausatmen Handfläche Richtung Decke, schieb die Hände weit nach oben. Einatmen so weit über den Kopf, wie es geht, während der Brustkorb auf der Matte bleibt. Ausatmen, Hände lösen, Hände wieder vor den Körper und verschränken. Einatmen, heben. Ausatmen, von dir wegschieben in Richtung Decke. Einatmen, Bürstchen über den Kopf. Ausatmen, an deiner Seite entlang, wieder vor den Bauch. Das letzte Mal einatmen, heben, ausatmen, Richtung Decke schieben, runder Rücken, einatmen über den Kopf und ausatmen an deine Seite. Diesmal legst du die Arme entweder neben dir ab oder bringst die Hände wieder auf den Bauch. Löst einen Fuß, streckst den Fuß locker in Richtung Decke und nimmst den zweiten mit dazu und bewegst jetzt deine Füße sachte durch. Ziehst mal die Zehenspitzen weiter zum Körper heran und streckst sie in Richtung Decke. Entweder zur gleichen Zeit oder abwechselnd. Spreiz auch mal deine Zehen so ein bisschen auseinander und knaut sie etwas zusammen. Und dann streckst du beide Füße mit den Zehen in Richtung Decke, die Füße ganz lang strecken. Dann fängst du an, die Zehenspitzen weiter zum Körper heranzuziehen und zur gleichen Zeit schiebst du deine Hacken nach oben in Richtung Decke, dass sich deine Beine ein bisschen weiter strecken.
halte diese Spannung für einen Moment. Dann lässt du locker, beugst deine Beine an und holst die Knie ein bisschen dichter zu dir heran. Das machen wir noch einmal. Knie ungefähr über dem Becken ausrichten, ein Bein nach oben strecken, das zweite Knie bleibt etwas gebeugt. Streck die Zehen zunächst lang nach oben. Achte jetzt darauf, dass du den unteren Rücken nicht platt drückst, der bleibt wie er ist. Hol die Zehenspitzen dichter zum Oberkörper ran. Beginn dann dabei den Hacken nach oben zu schieben. Halte diese Spannung für einen Moment, atme dabei weiter. Und dann lässt du locker entspannst die Füße und lässt sie einfach wieder runterbaumeln. Stellst die Füße mattenbreit auf und machst ein paar Scheibenwischer. Bewegst deine Knie von Seite zu Seite. Noch einmal zu jeder Seite hin. Dann finden deine Füße wieder in eine etwa hüftbreite Position. Die Knie richtest du erneut darüber aus. Als nächste Übung machen wir eine Seitenlage hier auf Seitenlage, Seitbeuge hier in der Rückenlage. So rum. Wenn dein Kopf unterpolstert ist, nimmst du das Kissen am besten einmal raus, hebst dein Becken minimal an und versetzt es ein bisschen weiter nach links. Streckst deine Beine lang aus. Den Po bleibt, wo er ist, auf der Matte, aber mit den Füßen läufst du so ein bisschen weiter nach rechts rüber. Du hast jetzt zwei Optionen, beziehungsweise drei. Füße einfach so lassen. Du kannst auch das linke Bein über das rechte kreuzen und die Füße so ein bisschen verhaken miteinander. Oder wenn du viel Spannung spürst in deinem Rücken, stellst du den linken Fuß etwa auf Kniehöhe auf, um deine Beine und dein Becken hier ein bisschen mehr zu stabilisieren. Du winkelst deine Arme an, Po bleibt, wo er ist, und gehst jetzt mit dem Oberkörper noch so ein bisschen weiter nach rechts rüber, dass dein Körper von oben gesehen in so eine Halbmondform kommt oder eine Bananenform. Arme kannst du an deiner Seite lassen mit den Händen auf den Bauch oder du bringst die Arme locker über den Kopf. Dann greif deine rechte Hand nach dem linken Handgelenk oder nach dem Unterarm. Kopf bleibt mittig oder du drehst ihn locker auf die rechte Seite rüber. Und wenn du magst, kannst du deine Augen in dieser Position schließen. Deine Einatmung darfst du zu deiner gestreckten linken Seite hineinlenken, in deine Rippenbögen außen, zu deiner Taille hin, zur Leistengegend links. Und mit der Ausatmung hier, mit der Schwerkraft gehen, deine Arme entspannen, den Kopf richtig schwer liegen lassen. Brustkorb, das Becken schwerer werden lassen und deine Beine entspannst du so weit, wie es geht, ohne dass sie der Position entweichen. Nimmst du noch ein paar Atemzüge in deinem Tempo ruhig ein. Möglichst ruhig und entspannt wieder hinaus. Und falls sich kleine Pausen entwickeln zwischen deiner Ausatmung und deiner nächsten Einatmung, dann lässt du sie einfach geschehen für den Moment. Noch etwa zwei Atemzüge hier. Dann öffnest du sachte deine Augen, wenn sie geschlossen sind. Und wir bauen langsam wieder um in die Mitte. Das heißt, du entwirrst deine Beine, stellst deine Füße wieder vor dem Po auf. Bringst deinen Oberkörper in die Mitte zurück und sortierst auch dein Becken wieder ein bisschen weiter nach rechts, dass du erneut in einer relativ geraden Linie liegst. Nimm mir zwei, drei Atemzüge in diesem Zwischenpunkt, bevor wir die Seite wechseln, entweder mit aufgestellten Füßen oder mit den Beinen lang ausgestreckt. Spür, wie es dir gerade geht, ob du
einen Unterschied bemerken kannst zwischen der linken und der rechten Seite. Vielleicht ist er auch ganz fein oder du kannst ihn gar nicht spüren. Nichtsdestotrotz machst du eine kleine Bestandsaufnahme hier und fängst dann bewusst an, das Setup zu machen für die zweite Seite. Das heißt, dein Po versetzt du eben minimal weiter nach rechts, streckst die Beine aus, die Füße gehen ein bisschen weiter nach links rüber. Versuch die rechte Beckenhälfte dabei auf der Matte zu lassen. Füße nebeneinander, rechtes Bein über das linke oder rechten Fuß aufstellen. Und dann nutzt du die Oberarme, die Ellenbogen, um deinen Oberkörper weiter nach links zu befördern. Findest ein Plätzchen für deine Arme an deiner Seite oder locker über dem Kopf. Der Kopf darf sich mit nach links drehen oder mittig bleiben. Und wenn du magst, schließt du hier erneut deine Augen. Genauso wie auf der anderen Seite darfst du deine Atmung jetzt hinlenken zur gestreckten äußeren Seite, die jetzt auf der rechten Seite ist. Du kannst dir auch eine Verbindung vorstellen, die über deine ganze rechte Seite läuft, die Muskel- und Faszienketten im Körper, die von der Außenseite des rechten Fußes das ganze Bein hinaufläuft, außen über dein Becken, die Taille, den Brustkorb, über die Schulter, bis ganz nach oben zu den Fingerspitzen. Alles im Körper ist miteinander verbunden. Atmest du locker hinein, schaffst du da ein bisschen Weite mit der Einatmung und darfst weicher werden, müssen mit der Schwerkraft gehen, mit der Ausatmung. Und vielleicht kannst du auch spüren, wenn du ein bisschen mehr Spannung in deinem Körper gehalten hast vorher, wie mit jeder Ausatmung etwas mehr Spannung entweichen darf. Noch 2, 3 Atemzüge auf dieser Seite. Ein letzter Atemzug. Und dann beginnst du auch hier ganz in Ruhe zuerst deine Beine zu entwirren, die Füße wieder aufzustellen, deinen Oberkörper in die Mitte zu versetzen, den Po wieder ein klitzekleines Stückchen weiter nach links. Noch hier 2, 3 Atemzüge zwischendrin für ein kleines Check-in. Und um wieder bewusst in der Mitte anzukommen, nach dieser ziemlich asymmetrischen Position. Ein letzter Atemzug. Öffne so sachte die Augen, wenn sie geschlossen sind. Und von hier aus legst du dich auf deine Seite, welches relativ egal, wir machen sowieso beide. Und wenn du magst, kannst du dir ein Kissen schnappen, um den Kopf zu unterpolstern. Oder du nutzt einfach den unteren Arm dafür. Und brauchst jetzt vielleicht auch ein zweites Kissen. Vielleicht, wenn du so einen großen Bolster hast, kannst du den auch wunderbar benutzen. Nämlich dein oberes Bein, das beugst du an. Das untere Bein ist gestreckt. Ich nehme einmal den Bolster weg. Und du legst dein oberes Knie, vielleicht auch den Fuß, etwas erhöht auf. Dazu kannst du Blöcke benutzen zum Stapeln, 1, 2 Kissen, Decken übereinander bringen. Und die schauen, welche Höhe für dich angenehm ist. Der Bolster, der ist jetzt ziemlich hoch. Du kannst auch ein bisschen tiefer stapeln, sozusagen. Und mit deinen Armen anstellen, was für dich angenehm ist. Ich mag es ganz gerne mit dem unteren Arm einfach lang gestreckt auf Schulterhöhe. Den oberen Arm kannst du locker ablegen, entweder so am Bauch, auf deinem Becken
oder dich mit dem Oberkörper in die Gegenrichtung leicht drehen, also etwas nach rechts öffnen. Falls du den Arm strecken möchtest, den oberen, brauchst du hier wahrscheinlich auch ein bisschen Polsterung. Ansonsten hängt er einfach so in der Luft, in der Weltgeschichte rum und das ist meistens nicht so dolle angenehm. Das heißt, wenn du magst, auch hier ein bisschen Bauklötze übereinander stapeln, Kissen drapieren, dass du das Gefühl hast, du kannst hier richtig hinein entspannen in diese Position. Ich habe einen Block runtergenommen, weil das für mich besser passt. Auch hier kannst du deine Augen schließen, den Kopf auf der linken Seite lassen oder so ein bisschen mitdrehen nach rechts, dass du letztendlich nach oben schaust. Deine Augen kannst du schließen, wenn du dich damit wohlfühlst. Und deinen Atem lenkst du hier nicht nur Richtung Bauch hinein, sondern auch in den unteren Bereich deines Brustkorbs, dort, wo du vielleicht durch die Drehung so ein kleines bisschen Kompression spürst. Das heißt, mit jeder Einatmung sorgst du auch hier rundherum für ein bisschen Expansion, ohne das erzwingen zu wollen. Und mit der Ausatmung darfst du locker lassen. Arme entspannen, deine Beine ganz schwer werden lassen. Vielleicht kannst du ja auch beobachten, dass dein Bauch so ein bisschen anfängt zu gluckern, durch die Drehung und durch den Atem hier bedingt. Und wir bleiben noch für einige Atemzüge in dieser Position. Ungefähr noch eine halbe Minute auf dieser Seite. Nimm mir noch ein, zwei letzte Atemzüge. Wenn du das Gefühl hast, dir geht es hier gerade ganz wunderbar und du magst noch gar nicht weg hier aus der Position, dann mach mich auf Pause oder mach mich leise, nimm dir deine Zeit und wechsle dann ganz in Ruhe. Wenn du dich aber lösen magst, dann drehst du dich zuerst auf die Seite zurück. Also wenn du den rechten Arm gestreckt hast, holst du ihn wieder zu dir heran. Dann holst du dein rechtes Knie zu dir, drehst dich wieder auf den Rücken zurück, angeführt vom oberen Bein. Beziehungsweise vielleicht ist auch dein linkes. Ich habe auf der linken Seite gelegen. Positionierst dein Becken wieder in die Mitte. Bringst deine Arme an deine Seite. Und auch hier, kurze Bestandsaufnahme zwischendrin, zwei, drei Atemzüge. Erst einmal das Ganze sacken lassen, bevor wir wechseln. Noch ein letzter Atemzug. Dann öffnest du deine Augen, wenn sie geschlossen sind. Und wir machen das Ganze auf der anderen Seite. Das heißt, du drehst dich erneut rüber, beziehungsweise erstmal kannst du gerne alles, was du an Equipment benutzt hast, auf die andere Seite jeweils rüberlegen. Und dann dasselbe hier. Ich wechsle mal bewusst nicht, dass ich wieder Richtung Kamera schaue, sodass du auch die andere Seite sehen kannst. Du drehst dich rüber, schaust, was du hier gebrauchen kannst an Unterpolsterung. Vielleicht ist es mehr oder weniger als auf der anderen Seite. Das untere Bein ist eher gestreckt, das obere Bein angebeugt mit dem Knie ungefähr auf Beckenhöhe. Auf jeden Fall unterpolsterst du dein Knie und den Fuß. Wenn du so einen länglichen Polster hast, ist das Ganze, der ganze untere Bereich des Beines unterpolstert. Den rechten Arm kannst du lang strecken. Den linken Arm so positionieren, wie du magst. Entweder hier so auf der Seite bleiben oder anfangen, dich mit dem Oberkörper ein bisschen nach hinten aufzudrehen. Entweder den Arm
zu lassen, wo er ist. Oder du schnappst dir einen Block oder zwei oder ein Kissen, um den oberen Arm etwa auf Schulterhöhe auszustrecken und darauf abzulegen. Wenn du magst, schließe deine Augen. Und die ersten Atemzüge nutzt du, um hier anzukommen in der Position, in der Drehung auf dieser Seite. Dich hier in deinen Atem hineinzufinden, zu spüren, wie dein Atem deinen Körper bewegt. Dann beginnst du den Atem etwas mehr zu steuern, mit jeder Einatmung ein bisschen mehr Raum zu schaffen. Jeder Ausatmung etwas weicher, ein bisschen schwerer werden hier. Du hältst nur gerade so viel Spannung jeweils in deinen Armen, in deinen Beinen, wie es nötig ist, damit sie ungefähr in dieser Position bleiben. Und wenn du gut unterpolstert hast, dann musst du eigentlich fast gar keine Spannung halten, weil du getragen wirst und unterstützt wirst von unten. Doch in dieser Position sind wir noch ungefähr eine halbe Minute. Das heißt, 3, 4 ruhige Atemzüge. Ein letzter Atemzug in der Drehung auf dieser Seite. Dann bringst du zuerst den oberen Arm wieder dichter zu dir, drehst dich auf die Seite zurück, beugst dann dein oberes Bein noch etwas mehr und beginnst dich auf den Rücken zu drehen, angeführt von deinem oberen Bein, beugst auch dein ehemals unteres Bein an. Und wenn du deinen Kopf unterpolstert hast, eben gerade mit dem Kissen, leg auch das einmal zur Seite, dass du relativ flach auf dem Rücken liegst, entweder mit den Füßen aufgestellt oder du streckst deine Beine einmal lang aus. Wenn du genug Platz hast, kannst du auch einmal deine Arme über den Kopf strecken. Lang strecken von Kopf bis Fuß, hier in die Mitte finden. Ein Atemzug. Und dann hast du die Wahl für die nächste Position. Du kannst die entweder in der Rückenlage mit den Füßen vor dem Po aufgestellt, einen Yoga-Block schnappen oder eine aufgerollte Decke und das Ganze unter dein Becken legen. Zwar so, dass dein Becken gut unterstützt wird, aber der untere Rücken frei bleibt. Deine zweite Option ist, dass du im Energiesparmodus ins Sitzen nach oben kommst, dir deinen Bolster schnappst oder irgendwas von ähnlichem Format und gegebenenfalls auch noch ein zweites Kissen mit dazu. Und dann würdest du dich so vor dem Bolster positionieren, dass du dich direkt davor setzt und das Bolster ungefähr auf der Höhe anfängt, wo deine Lendenwirbelsäule übergeht in die Brustwirbelsäule. Und um den Körper quasi so schräg bergab zu positionieren, ist es ganz angenehm, auch den Kopf noch etwas zu unterpolstern. Das heißt, da musst du dich gegebenenfalls ein bisschen zurechtruckeln. Und kannst dann hier deine Füße aufgestellt lassen oder die Beine lang ausstrecken. Oder Option 3, die Füße zusammenbringen, Knie auseinander und dann finden die Fußsohlen zusammen. Hier kannst du auch dir ein Kissen oder einen Yoga-Block schnappen, das unter deine Oberschenkel legen von rechts nach links, dass du auch hier unterstützt wirst von unten.
Und deine Arme entweder einfach ausstrecken zur Seite, deine Hände auf den Bauch bringen, gilt für beide Positionen. Und wenn du auf dem Bolster ein bisschen erhöht bist, das Gefühl hast, deine Arme, die sind nicht so richtig unterstützt, kannst du auch hier schauen, ob dein Block oder ein Kissen rechts und links unter die Unterarme legen magst. Und schau, ob du dich dann damit wohlfühlst. Egal in welcher Position du bist, schau, ob du es wirklich bequem hast, ob du noch irgendwas verändern magst, ob du noch ein Kissen brauchst, eine Decke, ob dir warm genug ist. Und du darfst dir gerne noch zwei, drei etwas tiefere Atemzüge nehmen, weit in den Bauch hinab. Gerne auch hörbar durch den Mund ausatmen mit so einem leichten Seufzer. Auch hier noch mal ein bisschen Spannung loszulassen. Egal, in welcher der beiden Positionen du bist, darfst du dir den Fokus zunächst auf dein Becken legen, das mit jeder Ausatmung richtig schwer runtersinken lassen auf den Block oder einfach Richtung Matte. Und dann darf dein Atem gerne etwas seichter werden und sich der Ruheposition des Körpers hier anpassen. Du beobachtest, wie dein Atem hier kommt und geht. Und neben deinem Becken darf auch dein unterer Rücken mit jeder Ausatmung ein bisschen mehr Richtung Boden herabschmelzen. Und nicht nur dein Becken darf herabsinken mit jeder Ausatmung, sondern auch dein Hinterkopf, Schultern, deine Arme, während du gleichzeitig spürst, wie du von unten getragen und aufgefangen wirst durch den Boden oder auch dein Kissen, deine Blöcke, je nachdem, wie du hier die Wahl getroffen hast, dich zu unterstützen. Das heißt, mit jedem bisschen mehr, dem du dich sinken lässt, fallen lässt in diese Position hinein, wirst du umso mehr, wirst du aufgefangen von unten. Deinen Atem lässt du einfach freien Lauf. Vielleicht ist er ziemlich flach geworden. Vielleicht bleibt er auch mal sekundenweise aus, macht ein Päuschen. Völlig in Ordnung, lass ihn einfach kommen und gehen, wie er mag. Du darfst in dieser Position gerne noch länger verbleiben. Wenn du die Sequenz wiederholst, dir vielleicht auch einfach ein ruhiges Lied anmachen, das du gerne hörst, das dich in der Entspannung hier unterstützen kann. Aber wenn du das Gefühl hast, es ist für dich langsam Zeit, dich wieder zu lösen und aufzutauchen aus dieser Entspannung, aus dem sich sinken lassen,
Dann fängst du an, die Regie wieder zu übernehmen über deinen Atem. Ihn bewusst ein bisschen zu vertiefen, ganz behutsam. Fängst an, ein bisschen Bewegung reinzubringen in deine Finger. Wackelst ein bisschen mit den Zehen. Und bleib hier im Faultiermodus, während du dich langsam löst aus der jeweiligen Position. Wenn du auf dem Bolster gelandet bist, richtest du dich möglichst energiesparend auf. Manchmal kann man sich auch einfach so von der zur Seite runterrollen. Wenn du in der gestützten Schulterbrücke bist mit einer Decke oder dem Block unter dem Po, hebst du den Po gerade so weit an, dass du deine Unterlage rausnehmen kannst. Und schau, wonach dich hier gerade ist, ob du dich noch einmal auf den Rücken legen magst, wenn du im Sitzen angekommen bist von deinem Bolster, um dich hier lang zu strecken und alles sacken zu lassen. Oder wenn du denkst, dir wird gerade etwas mehr Lebendigkeit guttun und du möchtest mehr Bewegung reinbringen, dann kommst du gerne nochmal auf alle Viere, um dich hier ganz sachte durchzubewegen, durchzuregeln, wie zu Beginn der Stunde. Dir dann auch zu spüren, wie geht's dir jetzt, wie fühlt sich dein Körper an? Im Vergleich zum Beginn. Und so innerhalb der nächsten Minute, hätte ich gesagt, treffen wir uns in einer aufrechten Sitzposition. Aber du nimmst die Zeit für deine Bewegung, die du brauchst. Du kannst aber auch gerne schon einmal ins Sitzen kommen, wenn du magst. Dir dafür gerne nochmal einen Block schnappen, ein Kissen, in einer Sitzposition deiner Wahl finden. Deine Hände locker ablegen auf den Oberschenkeln oder im Schoß gefaltet übereinander. Und auch hier im Sitzen nimmst du diese ersten Atemzüge, um anzukommen, um dich zu sammeln, um dich zu spüren. Deinen Atem achtsam zu beobachten. Und finde hier für dich ein gutes Mittelmaß zwischen Aufrichtung und einem Gefühl von innerer Stabilität und einem Gefühl von Lockerheit, von Loslassen, von Weichheit. Vielleicht nach dieser Sequenz ein bisschen mehr Richtung Lockerheit und Weichheit als Aufrichtung. Löse dann deine Hände, bring die Handflächen vor dem Körper in der Mitte zusammen, ungefähr auf Herzhöhe. Senk dein Kinn ganz sanft herab und nimm noch 2, 3 Atemzüge für dich, ruhig durch die Nase ein, ruhig wieder hinaus durch die Nase oder leicht hörbar durch den Mund. Um dich bewusst zu sammeln, bevor du gleich von deiner Matte heruntertrittst. In den Tag oder in den Abend zurück. Ein letzter Atemzug. Schiebst du mit der nächsten Einatmung die kommenden Hände in Richtung Decke, öffnest die Augen, wenn sie noch geschlossen sind, und ausatmen, dürfen deine Arme an deine Seite herabsinken. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu üben, und hoffe, dass du dich auch nur halb so entspannt fühlst nach dieser Sequenz wie meine beiden Assistenten auf dem Sofa neben mir.